10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Was sehen wir denn da? Der Markt dreht sich seit ungefähr 20 Minuten. Aber wie gesagt, dieses Phänomen sehen wir schon seit ein paar Tagen, dass immer um die gleiche Uhrzeit der Markt sich wieder in die richtige Richtung dreht. Aber jedes Mal, wenn Asien ist, was soll man sagen, ne? Was soll man machen? Man kann nichts machen. Es ist einfach Fakt. Und ich gucke nur ein bisschen wegen meinen Daten. Aber bleiben wir erstmal natürlich ein bisschen entspannt. XRP geht sogar auch ins Plus. 1,5% hier oben links natürlich. Ist natürlich nicht die Welt, aber er versucht natürlich, unser kleiner Schmutzfink, die 50-Cent-Marke zu knacken. Ob er es schafft oder nicht, werden wir wohl hoffentlich heute Abend noch sehen. Aber ich, wie gesagt, morgen früh könnte es natürlich wieder ganz, ganz anders aussehen. Ja, da müssen wir einfach entspannt bleiben und weiter hoffen und bangen, dass es endlich wieder Richtung Norden geht. Aber ich denke, ganz ehrlich, ich denke nicht. Weil das Problem ist, wir haben das Bitcoin-Halving vor uns. Die meisten glauben tatsächlich, wenn das Bitcoin-Halving ist, geht der Markt sofort in die Höhe. Wenn das nicht passiert und es wird nicht passieren, dann wird natürlich der komplette Markt vielleicht noch mal um 20% schrumpfen, weil die Leute enttäuscht sind und dann verkaufen. Aber wir werden einfach mal abwarten, was tatsächlich passieren wird. Ich bin nichtsdestotrotz immer noch guter Dinge, dass wir einen richtig schönen fetten Bullenmarkt kriegen und dadurch natürlich auch dementsprechend die Kurse sein werden und wir natürlich auch schöne Gewinne mitnehmen werden. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Wer weiß, was passiert. Es sind sehr viele Faktoren, die auch dagegen sprechen, wie die Inflation noch, die Wirtschaftskrise, die wir noch haben. Wer weiß, bis dahin könnte natürlich das sich auch wieder gedreht haben. Und natürlich haben wir immer noch leider jetzt nicht nur den Konflikt in der EU, sondern auch noch den Konflikt im Nahen Osten. Und wenn der zu einem Flächenbrand werden würde, kann keiner vorhersehen, wie die Märkte allgemein, auch Aktienmarkt und Co., dann tatsächlich noch drauf reagieren. Wir haben es ja jetzt zweimal erlebt, wie der Kryptomarkt reagiert hat und natürlich auch der Aktienmarkt. Aber hoffen wir natürlich das Beste, dass sie sich endlich mal da unten ein bisschen beruhigen und wir einen schönen, fetten Bullenmarkt erleben werden. Aber dazu kommen wir natürlich im Laufe der nächsten Monate und da sehen wir es dann auch. Erstmal freuen wir uns natürlich, dass Samstag der Bitcoin-Halving ist. Das, worauf wir schon seit 2 Jahren drauf warten und den Bärenmarkt überlebt haben und jetzt auch hoffentlich bald sehr gute Kurse sehen und auch richtig schön abernten können. So, meine Lieben. XRP Ledger, AMM Pools überschreiten 315. Gesperrte XRP jetzt über 2,2 Millionen. Ich habe euch ja gestern gezeigt, Versorgungsengpässe bei XRP, wenn natürlich diese Pools sich noch mehr erweitern. Und da war es schon 2,1 Millionen. Wir haben jetzt schon so gesehen 100.000 XRP innerhalb von 24 Stunden mehr reinbekommen. Was glaubt ihr, was passiert, wenn der Market Maker 6 Monate schon am Laufen ist und das Vertrauen immer größer dazu wird? Man muss ja sagen, er hatte ja Startschwierigkeiten. Und deshalb ist es vielleicht noch ein bisschen verhalten, aber nichtsdestotrotz, ich finde das schon eine bemerkenswerte Leistung in der kurzen Zeit, dass schon 2,2 Millionen XRP drin sind, weil ich würde da keine reinstecken erstmal. Vielleicht später im Laufe des Jahres überlege ich mir vielleicht auch 2.000, 3.000 da reinzustecken, mal zu gucken, wie das läuft, aber zurzeit noch nicht, ist mir noch zu frisch. Aber die neueste On-Chain-Daten deuten auf einen deutlichen Anstieg der XRP-Token-Coins hin, die in den XRP Ledger AMM gesperrt sind und in den letzten 24 Stunden einen Höchststand von 2,272 Millionen XRP erreicht haben. Jüngste Daten von XRP-Scan zeigen einen starken Anstieg in dieser Woche. Das Ökosystem verfügt derzeit über 209 Gesamtvermögenswerte, 203 einzigartige Token und 184 XRP-Paare, die für den Handel verfügbar sind. Die Anzahl der aktiven Pools ist ebenfalls auf 324 gestiegen, wobei die Gesamtzahl der gesperrten
XRP 2,27 Millionen überschritten hat. Es ist eine wahnsinnige Leistung. Ne? Man muss immer wieder noch bedenken, XRP oder der Market Maker hatte ein Riesenproblem, einen Riesenvertrauensverlust und nichtdestotrotz ist der jetzt schon bei 2,27 Millionen XRPs da drinne. Das ist eine Wahnsinnsleistung. Aber ich freue mich schon auf die nächsten Monate. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht die 3 Millionen diesen Monat noch schaffen. Und bis dahin müssen wir einfach noch geduldig bleiben. XRP am Rande eines verrückten Preisanstiegs, wenn John Bollinger's Bands recht haben. Also, das ist natürlich etwas, wo ich sage, interessiert mich normalerweise nicht. Weil das ist charttechnisch und charttechnisch kann nun mal eben alles passieren. Ne? Auch wenn es gut aussieht, könnte es ab in den Erdkern gehen, das wissen wir, weil, wie gesagt, wir haben Konflikte auf der Welt, die im Moment immer größer werden, die natürlich das auch beeinflussen können und auch tun. Aber ich finde das trotzdem sehr interessant, diesen Bericht, weil, verdammt, es ist schon zweimal passiert. Auf dem Preisschart von XRP hat sich ein faszinierendes Muster herausgebildet, das auf einen potenziellen monumentalen Wertanstieg hindeutet, wenn sich die historischen Trends bewahrheiten. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, die Bollinger Bands, ein beliebter technischer Indikator in der Welt des Handels, benutze ich auch, ist mega geil. Die aktuelle Analyse zeigt, dass der Indikator, der die Volatilität und die Preisspanne angibt, eine bemerkenswerte Kontraktion erfährt. Dieses Phänomen trat bisher nur einmal im Jahr 2017 auf, als es mit einem beispiellosen Anstieg der XRP-Preise um erstaunliche 55.000% zusammenfiel. In diesem Zeitraum erreichte der Preis im 1. Januar 2018 einen erstaunlichen Höchststand von $3,31. Pro Coin. Kann sich die Geschichte wiederholen? Ein ähnlicher Rückgang wurde im Oktober 2020 beobachtet, bevor der Wert von XRP um 700% anstieg und im April 2021 $1,96 pro Coin erreichte. Also ihr seht, es wäre möglich. Es wäre möglich. Ich gehe natürlich nicht davon aus, dass es jetzt in nächster Zeit passiert, weil Bitcoin, ne? Es liegt natürlich an Bitcoin. Ob das natürlich trotz allem passieren würde, würde mich stark überraschen. Das würde in meinen Augen bedeuten, dass natürlich selbst von Bitcoin-Marktkapitalisierung einiges in XRP wegen Spekulationsgeschäft natürlich reinfließen würde. Ob das so kommt, muss man schauen. Ich denke eher nicht. Aber wenn es kommt, ihr habt es bei mir gehört. Und ihr seht, er kämpft tatsächlich um die 50 Cent. Ob er es schafft, werden wir natürlich noch sehen. Ich glaube, das sollten wir ein bisschen noch schaffen. Ne? So, die Präsidentin von Ripple hebt den Einfluss von Kryptowährungen in Lateinamerika hervor. Da steht zwar der Präsident, aber Ripple hat eine Präsidentin. Es geht natürlich um Monica Long. Ne? Das ist die nette Dame. In den letzten Jahren hat Brasilien wichtige Schritte unternommen, um Kryptowährungen zu regulieren und zu akzeptieren, da es ihr Potenzial erkannt hatte, die finanzielle Inklusion voranzutreiben und das Wirtschaftswachstum zu fördern. Brasilien entwickelt sich mit seinen vorausschauenden Regulierungsbehörden und klaren Richtlinien, dem Trade-Fee, Engagement und einer wachsenden Entwickler-Community schnell zu einem wichtigen Krypto-Hub weltweit, so die Ripple-Präsidentin in einem Tweet. Ja, kann ich nur bestätigen, alleine Südamerika, nicht nur Brasilien, auch Argentinien und Mexiko. Gut, ist Mittelamerika, gehört trotzdem dazu. Was Regulierung betrifft, sind sie schon sehr, sehr weit. Und ich bin gespannt natürlich über die nächsten Monate, gerade in dem auch südamerikanischen Bereich, wie es da weitergeht, weil es ist schon bemerkenswert, was, man muss es ja sagen, im Gegensatz zu den USA sind das natürlich kleine Nationen, ne? Nicht von der Fläche, aber wirtschaftlich. Und trotzdem sagen die sich, geil, neue Innovation, Blockchain-Technologie funktioniert ja eigentlich recht gut in der Wirtschaft, wird uns auch einen geilen Aufschwung vielleicht geben. Regulieren wir mal vernünftig, ne? Nicht wie die USA, da wird das ja leider geregelt über das Gericht, Regulierung. Oder halt über den Senat. Aber der Senat, ja, wie es aussieht, reden die viel, aber bringt nichts. Ne? Und die Gerichte sind mittlerweile ja Gott sei Dank in den USA auch schon aufgewacht und geben der Aufsichtsbehörde, der SEC, natürlich nicht mehr so viel Recht, wie es vorher war. Von daher
muss man einfach geduldig bleiben. Ne? Long nahm am Web Summit Rio teil, der in Rio de Janeiro, Brasilien stattfindet und über 30.000 Menschen und Unternehmen zusammenbringt, die die Technologiebranche neu definieren. Also ihr seht, Brasilien ist nicht gerade gegen Blockchain-Technologie. Ripple scheint sich das wachsende Krypto-Effekt Brasiliens sowie das Potenzial des Landes bewusst zu sein. Als Katalysator für die Einführung von Kryptowährungen in ganz Lateinamerika zu dienen. In Brasilien befindet sich der erste regionale Hauptsitz von Ripple in Südamerika. Im Rahmen der Expansion in Lateinamerika hat sich Ripple im Juni 2023 mit der kolumbianischen Zentralbank Banco de la República zusammengetan, um den Einsatz der Blockchain-Technologie zu erkunden. Aber wie gesagt, ne, die Zentralbank von Kolumbien, die guckt nur da drauf. Ne, die hat gar kein Interesse daran. Die will nur einfach mal gezeigt kriegen, wie David da mal den Knopf drückt. Ne? Wir wissen ja, keiner möchte diese Technologie haben. Das ist ja pfui, sowas wieder, ne? Wer sowas wieder denkt. Also bitte, hört auf. Und noch etwas, man hat mir ja geschrieben auf YouTube, ich soll mich, wenn 2029 der XRP-Kurs immer noch nicht durchgehauen hat, soll ich mich natürlich bei euch entschuldigen, weil ich ja so viel Stuss die ganze Zeit rede und ihr wahrscheinlich wegen dem Stuss natürlich XRP hält, nicht weil ihr die Technologie kennt, weil ihr das geil findet, weil ihr selber recherchiert habt, nein, weil ihr nur auf so einen Spacken wie mir, meine Person hört und deswegen, also ich werde mich 2029 bei euch allen entschuldigen, dass ihr leider, ja, wie soll ich sagen, mehr als nur ein paar Euros auf eurem Konto durch XRP gekriegt habt. Aber bis dahin haben wir ja noch ein bisschen Zeit, ne? So, wie sieht's jetzt aus? Er will einfach nicht die 50 Cent. Die 50 Cent ist wirklich so eine beschissene Marke wieder, die er nicht knacken kann, wie es aussieht. Na gut, warten wir mal. Vielleicht sind wir ja morgen bei 60 Cent, wenn wir aufstehen. Wer weiß das schon. So, meine Lieben, ich grüße euch natürlich alle. Ich hoffe, ihr habt den Tag gut überstanden und euch geht es allen gut. Allen. Und Ken Beam, schön, dass du wieder dabei bist. So, wo habe ich denn angefangen? Ach, bevor ich damit aufhöre. Ich grüße und bedanke mich natürlich bei 129 Zuschauern, die am Anfang schon dabei waren. Geile Sache, Leute. So, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Da war ich schon, da bin ich. Doc Azzarola. Es ging darum bei Doc Azzarola und mir, von wegen, er hat was wegen der Rente geschrieben. Ich habe gesagt, ich brauche keine Rente, weil ich habe ja Kryptos. Und da schreibt er jetzt, wenn du sie ausgezahlt bekommst. Ganz ehrlich, Schätzele, ich bekomme sie ausgezahlt, weil ich kann sie weltweit mir auszahlen lassen. Ich muss mich nicht unbedingt auf eine europäische Börse konzentrieren, das ist mir auch scheißegal auf gut Deutsch, wenn die europäischen Börsen da irgendwie einen Strich mir durch die Rechnung machen, wegen der Regulierung vielleicht, wenn da noch eine kleine Hintertür ist, dann lasse ich mir die über Singapur auszahlen, das ist mir sowas von egal und wenn meine Bank dann Probleme macht, dann ist das eben so, dann gehe ich dahin, ich habe meine Rechte und ich beleg alles und fertig hat sich's. Sanremo, sonnige Grüße von der Insel, grüß dich Remo. Also Remo, ich hatte wirklich meine 3 Grad, ne? Also wie gesagt, da kannst du nicht mithalten mit deinen 25 Grad heute Morgen. Und Petsy, grüß dich. Hey MC. XRP Eiko, guten Abend. Graf Olaf, grüß dich. Doc Azzarola, wann 60.000 Dollar? Ja, mein Freund, du hast ja in der Gruppe so einen Bericht gezeigt, dass leider das Forbes Magazine wohl wieder rausgenommen hat, wo sie ja behaupten, dass XRP 60.000 erreichen wird. Da kann ich sagen, leider müssen wir noch ein bisschen länger warten, weil selbst mit einem grenzüberschreitenden Zahlungskanäle, die über den XRP Ledger ja laufen werden und selbst wenn global, rechne ich mit einem Maximalkurs von XRP von 25.000 Dollar. Aber wir wissen ja, dass die Tokenisierung vorangeht. Wir wissen ja, dass auch Aktienhandel, Derivatenmarkt, Kredite und alles noch über den XRP Ledger natürlich auch laufen wird. Da könnte ich mir vorstellen, 2030 spätestens, dass sowas vielleicht auftauchen wird. Uka, Pausencracker. Okay. Singlemare, 3000 Franken reichen mir schon. Dazu Tiny House oder eine Berghütte. Achso,
Ja, warum nicht, ne? Also verstehe ich absolut. Mit 3000 Euro oder 3000 Franken, die man netto wirklich in der Tasche hat, sollte man eigentlich gut leben können. Ob man in Deutschland ist oder sonst irgendwo auf der Welt. Ja gut, außer solche Orte wie Monaco, ne? Oder in den USA, Beverly Hills, da ist klar, da braucht man ein bisschen mehr. Aber ansonsten, mit 3000 Euro oder Franken jeden Monat, findet man, glaube ich, schon ein nettes Fleckchen Erde, wo man seine Lebzeiten sehr gut verbringen kann. Kaleido, guten Abend. Tolga. Hallo Marcello, es gibt einige XRP-Gegner, die behaupten, dass XRP nicht gleich Ripple sei. Da stimme ich denen zu, das ist auch wirklich so. XRP braucht Ripple. Falsch. Die Blockchain von Ripple braucht XRP. XRP braucht Ripple nicht. Weil Ripple ein eigenständiges Unternehmen sei und an die Börse geht. Das ist auch korrekt. Dann wird XRP zerfallen. Warum? Du musst es so vorstellen. Wenn ein Unternehmen an die Börse geht, muss es ja ein Produkt haben in ihrer Palette, was wirklich einschlägt wie eine Bombe, weil du musst ja auch deinen Anlegern zeigen, von wegen, ja egal, ne, wir machen einen riesen Umsatz. Da ist der XRP Ledger. Das ist die Behauptung einiger XRP-Gegner. Kannst du vielleicht etwas dazu sagen? Habe ich getan. Übrigens, ich kaufe nach und werde mit dir auf Teneriffa gehen. Du bist mein Krypto-Shake. Shake? Okay. Dankeschön. Nein, wie gesagt, also Ripple und XRP sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ripple ist das Unternehmen, XRP ist eine Kryptowährung. Ripple verwaltet diese Kryptowährung nur, gehört aber nicht zu Ripple. Ist schwer zu verstehen, weil die haben den Escrow und aber es ist tatsächlich so. Das Problem ist nur bei diesen Gegnern, die kapieren einfach nicht, dass Ripple XRP braucht für ihre Blockchain-Technologie, weil nur in Verbindung mit ihrem XRP-Ledger und XRP hat man dieses enorme Einsparpotenzial im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr oder in Aktienhandel und, weil es einfach wahnsinnig billig ist. Der XRP-Ledger mit Ripple. Deswegen braucht Ripple dringend XRP. Und wenn sie an der Börse sind, das hat damit gar nichts zu tun, dass man dann sagt, ja, dann brauchen sie ja gar keine XRP mehr. Doch, für ihr System. Und wenn du an der Börse bist als Unternehmen, musst du natürlich ein einschlagendes Produkt haben, womit du richtig viel Asche machen kannst. Und das ist natürlich der XRP-Ledger und XRP dazu. Deswegen diese Argumente von diesen Gegnern ist der größte Schwachsinn. Da siehst du auch wieder von wegen, dass die sich überhaupt gar nicht richtig mit Ripple, dem Unternehmen, mit der Technologie befasst haben, sondern einfach nur diesen Schwurbler-Scheiß von den Bitcoin-Maxis einfach nachsabbeln. Finde ich sehr traurig, weil man kann natürlich Ripple auch kritisieren, gar keine Frage. Man kann den XRP-Ledger kritisieren, man kann auch XRP kritisieren. Da habe ich auch überhaupt gar keine Probleme mit. Aber bitte, bitte an die Kritiker. Kommt mit vernünftigen Argumenten und vernünftig bei mir rüber. Weil alles andere ist Blödsinn. Schaut euch das bitte alles an. Ripple, das Unternehmen, was die gemacht haben, was sie die ganzen letzten Jahre gemacht haben. Seid so blöd wie ich. Guckt es euch an. Guckt euch das System an. Guckt euch XRP an. Und dann könnt ihr es natürlich kritisieren. Ich bin voll dann auf eurer Seite und dann können wir mal diskutieren. Aber alles andere, dieses dumme Nachgelaber von den Leuten, die noch weniger Halbwissen haben als ich. Das bringt null. Adrodon, moin zusammen. Mr. Crypto, hey MC, Master of Disaster. Yeah. Transatlantic, moin MC Community. Malatis, hallo Babo. Deutschland ist kalt. Möchte wieder nach Fuerteventura. Aber vielleicht ist ja Deutschland jetzt kalt geworden, weil du wieder hier bist. Weil wir hatten es eigentlich schön, als du in Fuerteventura warst. Mal nachdenken. Crispy Feet, guten Abend in die Runde, ihr XRP-Raketen. Papi spielt, Grüße Familie, Mitte der Woche geschafft. Yes, Baby. Ich hoffe, das Auto ist auch bald wieder fertig. Kirch, guten Abend. M-Horn, hallo zusammen, auf einen schönen Stream. Transatlantic MC, wann 60.000? Ja, 2030 frühestens nehme ich an. Maxim Day, hallo zusammen, Weltglück, Hi MC und alle, an alle verrückten XRPler in 24 und 25, nicht vergessen, 26. Ja, spätestens 26 wird die Rakete starten, ne, weil, weißt ja, ne, ab 29 muss ich mich bei euch entschuldigen, dass ihr Geld habt. Mr. Crypto. Coin Market Cap, ach du Scheiße, da holst du dir auch Artikel?
Neuseeland testet Wasser bei der Ausgabe von digitalem Bargeld. Was? Die Reservebank von Neuseeland eröffnet einen 101-tägigen öffentlichen Konsultation zu den Prinzipien und Gestaltungsmöglichkeiten, die sie für den digitalen Dollar des Landes geschaffen hat. Die Zentralbank plant jedoch, die Ausgabe einer digitalen Zentralbankwährung in zukünftigen Konsultationen zu erörtern. Seht ihr, das ist vernünftig. Sie wollen den Leuten auch aufklären. Fragt mal in Europa irgendjemanden, ob sie aufgeklärt worden sind, wenn der digitale Euro kommt, was der digitale Euro kommt und, und. Das fehlt immer wieder, ne? Es wird einfach immer was beschlossen in Europa und ja, das ist einfach so, ne? Das müsst ihr akzeptieren. Das ist das, was mich am meisten immer ankotzt hier in Europa. Ottoran, moin moin Marcello. CK, hallo alle in den Chat und Marcello. Mr. Crypto. Oh, Cosmopolitan, Cryptopolitan finde ich gar nicht so prickelnd. Aber was haben sie denn? Meistens hängen sie nämlich auch ein paar Tage hinterher mit Nachrichten. XRP von Ripple unterstützt alle Tranglo-Echtzeittransaktionen. Ja, das ist nichts Neues. Man muss aber auch immer wieder sagen, ein Viertel von Tranglo oder war das sogar zwei? Nee, ich glaube, ein Viertel von Tranglo gehört ja Ripple auch, ne? Tranglo, ein globales Zahlungsabwicklungsunternehmen, was nicht das, die Nummer 1, okay, hat den On-Demand Liquidity, ODL, und von Ripple in seine Abläufe integriert, um grenzüberschreitende Zahlungen mit der Kryptowährung XRP abzuwickeln. Dieser Service schaffte, ja gut, das kennen wir ja schon, aber man muss auch immer wieder bedenken, ne, dass nicht alle Transaktionen bei Tranglo über den XRP-Ledger bisher laufen. Das hat auch folgenden Grund, weil es noch einige regulatorische Probleme gibt in gewissen Finanzkanälen, die Tranglo natürlich bedient und da wird der XRP-Ledger noch nicht eingesetzt. Don Soon, guten Abend, XRP-Spezialisten. Bald geht's ab. Geduld, hundertprozentig. Tribun, grüß dich, MC und der Rest der Truppe aus der Spätschicht. Ja. Ich muss noch dazu sagen, was ist nämlich das größte Problem, was wir haben, warum eigentlich der XRP-Ledger nicht eingesetzt wird? Es ist ganz einfach. Es liegt nicht an der Technologie. Es liegt nicht an Ripple. Es ist tatsächlich die beschissene oder die schlechte oder wie man es auch immer nennen möchte, Regulierung der Welt, was die Blockchain-Technologie betrifft. Weil eine Bank darf keine Blockchain oder irgendeine Technologie einsetzen, die nicht konform mit dem Gesetz des Landes oder mit dem Kontinent ist. Das ist das, was viele immer wieder vergessen, weil eigentlich sagen ja viele auch schon, ich kriege ja auch oft die Frage von wegen, warum starten sie nicht? Die sind doch reguliert jetzt, was die USA betrifft, was den XRP-Coin betrifft. Er ist ja kein Wertpapier. Ja, es liegt nicht an Ripple, es liegt nicht an der Technologie, es liegt an der Regulierung. Und ihr seht ja jetzt, was alleine schon in den letzten 3 bis 4, 5 oder 6 Monaten los ist auf der Welt. Es wird kräftig reguliert und es geht immer schneller voran. Von daher... Habt Geduld. Und im schlimmsten Fall, ja gut, dann hält Weltglück eben recht und es fährt S26 hoch und da haben wir dann natürlich einen leichten erhöhten Kurs bei XRP. Ne? Nennen wir es mal so. Sonst bin ich ja wieder viel zu euphorisch für einige YouTuber. Grüße, Arvon. Ich kann es nicht lassen. BIZ-Chef prägt den Begriff Finnet und preist die Tokenisierung als Instrument zur Behebung der heutigen Mängel des Finanzsystems an. Seit wann hat denn das heutige Finanzsystem Mängel? Das ist ja wohl wirklich wieder so. BIZ-Chef Augustin Carstens, ja, das Schwergewicht der Finanzwelt. Nicht wegen seiner Fülle, sondern weil er einfach, ja, er ist die Nummer 1 der Finanzwelt im Endeffekt. Und Infosys-Mitbegründer Nadan, okay, lassen wir das, haben die Idee des Finternet vorgeschlagen. Eines vernetzten Finanzsystems, das auf tokenisierten Vermögenswerten basiert und dazu beitragen würde, die heutigen Mängel bei der Transaktion von Finanzanlagen zu überwinden. Der Kern dieses Systems würde auf Möglichkeit intelligenter Verträge beruhen, also Smart Contract. Diese Vermögenswerte Programm gesteuert zu verwalten. Okay. Im Zentrum der Finternet steht die Tokenisierung, eine Technologie, die es ermöglicht, reale Vermögenswerte und finanzielle Vermögenswerte in einem einzigen System darzustellen.
das durch intelligente Verträge verwaltet wird und so Vorgänge und Transaktionen ermöglichen, mit der heutigen Technologie sonst nicht möglich wären. Die Tokenisierung gestaltet den Prozess von Finanztransaktionen grundlegend neu, heißt es in dem Papier, da Token, Coins, Wert und Regulierungsinformationen enthalten, die normalerweise in Datenbanken erfasst werden. Naja gut, ne? Jetzt sagt jeder Smart Contract, oh, Ethereum. Ganz sicher nicht, weil es muss ja auch günstig und schnell funktionieren. Und da ist Ethereum natürlich, ja, was soll ich sagen, ne? Würden sie es schnell hinkriegen und kostengünstig, wäre Ethereum tatsächlich in so einem Bereich natürlich auch, ich möchte auch sagen, marktführend dann. Ne? Aber da das bei Ethereum leider nicht der Fall ist, tja. Qualmes, Moinsen, XRP Heiko, Video von Uptrend auf YouTube über XRP. Verkaufe alle deine XRPs. Ripple kurz vor dem Absturz. Warum sollte Ripple denn kurz vorm Absturz sein? Konkurrenz, XRP zu CDBC, also CDBC, ja, ist richtig, ich bin nur doof. Und Swift. Warum Konkurrenz immer? Ich verstehe das nicht, dass die Leute es nicht kapieren. Da ist keine Konkurrenz. Sonst hätte Swift schon längst Ripple platt gemacht. Das System wird bei denen integriert und Feierabend. Lol. Seine Aussagen. XRP hinkt extrem, oh, was ist denn los? Hinter allen anderen Coins hinterher. Es ist kein Pumpcoin, das ist klar. Obwohl XDC war schlimmer, die Performance. CBDCs werden nicht über dezentrale Knoten betrieben, also nicht vom XRP-Ledger. Viele Anwendungen funktionieren auch ohne den Coin. Da, wo die Bankenstrukturen am schwächsten ist, Afrika, Asien, da ist XRP stark. Im Westen ist die Bankstruktur stark und XRP schwach. Ethereum-Konkurrenz. ich kann nur hoffen, dass Uptrend tatsächlich seine XRPs verkauft hat und ich hoffe, er ist auch damit glücklich. Ich muss mir das unbedingt merken und ihr müsst mich daran erinnern, spätestens wie Weltglück sagt, 2026, da werde ich Ihnen nämlich ein spezielles Video dann schicken von uns allen, wie wir auf Teneriffa sind und dank XRP, ne? Alter Schwede, Ethereum-Konkurrenz, wenn er das... Oh. Aber er weiß schon, was die EVM-Sidechain ist. Ne? Er weiß auch schon, wie das die ganze Technologie funktioniert. Weil ich glaube, komm, das würde nicht so ein Stuss rauskommen. Aber okay. Mr. Crypto, wir freuen uns, die Auflistung des XDC-Tokens bekannt zu geben. Ab Mittwoch, 15. April um 18 Uhr unterstützt LCX Exchange den XDC-Token. Die Einzahlungen beginnen am Mittwoch um 18 Uhr. Das Handelspaar XDC-Euro wird aufgeführt. Geile Sache. Geile Sache. Dankeschön, Mr. Crypto. Brigade, hey, ho, let's go, MC-Time. Mr. Crypto, ach, Bitcoin hast du wieder da. Norwegen will Kryptowährung-Mining durch Regulierung von Rechenzentren ins Visier nehmen. Norwegen hat kürzlich seine Absicht angekündigt, ein auf Rechenzentren ausgerichtetes Gesetz zu erlassen, das darauf abzielt, mehr Kontrolle über die an diesen Standort durchgeführten Vorgängen auszuüben. Eines der Ziele hinter diesem Schritt wäre es, hart gegen Rechenzentren vorzugehen, in denen Kryptowährung-Mining betrieben wird, da es sich im Land um ein unerwünschtes Geschäft handelt. Naja, ich finde das immer lächerlich. Ne? Es soll ein unerwünschtes Geschäft sein. Die Steuern und Co., die nehmen sie natürlich gerne. Sind auch zum größten Teil grüne Energie, kann man ganz klipp und klar sagen, weil aus Wasserkraft wird in Norwegen gemeint. Aber jetzt auf einmal ist es wieder böse. Ne? Also ich weiß nicht, ob man das ernst nehmen soll. Johannes, recht schönen guten Abend, meine Lieben. Bitte warten. Grüß dich. Doc Azzarola, danke für deine unermüdliche Sichtung der News, Mr. Crypto. Ja, natürlich. Geile Sache. LeeXRPP. Hallo zusammen und MC, hab mal eine Frage. Wo ist Turbo Holder? Schon lange nicht mehr gesehen. Ja, kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich weiß es auch nicht. Ich habe nicht seine Privatnummer oder sonst irgendwas, aber der wird sicherlich bald kommen. Ne? Lass den Markt wieder steigen, dann ist er auch wieder da. Ach übrigens, ich habe in der
Telegram-Gruppe mit jemandem geschrieben, weil er gefragt hat, weil ja Turbo alias 23 ja hier geschrieben hat, dass das über das Decent ja keine Solana verschickt werden können. Da hat jemand den Support angeschrieben und hat auch ganz klipp und klar eine Antwort gekriegt. Man muss die Gebühren, die man ja transferiert, da kann man angeblich auch einstellen, wie hoch oder wie schnell die Transfers dann sein sollen. Wenn du natürlich auf langsam machst, machst du wenig Gebühren. Soll man höher stellen, dann sollte es eigentlich funktionieren, die Solana vom Decent Hardware Wallet zu transferieren. Das Problem ist nicht das Decent Hardware Wallet, das Problem ist tatsächlich das Solana-Netzwerk. Damit haben sie ein paar Probleme oder es gibt ein paar Probleme auf dem Solana-Netzwerk zurzeit. Ist im Endeffekt ja nichts Neues für uns, ne? Olli, hi MC, wo steht der Kurs von XRP zum Jahresende? Bei einer Wahrscheinlichkeit von 70%. Weltglück, hör bitte mal nicht hin. 100. Ich gehe davon aus, dass Minimum $100 dieses Jahr noch kommen. Das, was jetzt ist, ist eine Momentaufnahme. Wir müssen langfristig gucken. Und wenn die Verwendung da ist, wird XRP Minimum $100 am Jahresende stehen. Mit Verwendung. Wie gesagt, hört hin, mit Verwendung. Nicht, dass jemand am Jahresende kommt und sagt, warum hat gesagt $100? Mit Verwendung. Kaleido, brauche Geld zum Nachkaufen. Ja, das Problem habe ich auch. Ich muss auch noch warten. Hat jemand einen Job für mich im Raum Berlin? Kann aber nur nachts arbeiten, weil ich schon zwei Jobs habe. Puh, da bin ich raus. Ich bin nicht in Berlin. Johannes, Zuschauerserie, 135 Streamserie. Also Johannes, schaffen wir die 150? Ist eigentlich auch noch jemand auf meiner Seite des 100ers? Doch, ich glaube, einer war hier schon. Stimmt, ich glaube, Weltglück ist auf 100er schon. 110 und 120 hattest du, ne? Singleware, ich möchte einfach wissen, wie viel Prozent an Rendite in AMM später möglich sein werden. Es muss mindestens so hoch sein wie Dividenden und so. Ja, das weiß ich auch nicht. Wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema noch nicht ein Stückchen auseinandergesetzt, wie viel Rendite, wie ich das oder so überhaupt mache. Da bin ich leider der falsche im Moment. Aber ich meine gelesen zu haben, dass es eine Rendite gibt zwischen 1 und 3%. Ich nehme an, diese 1 bis 3% sind für einen Monat gedacht, nicht für einen Tag. Sanremo, so, gibt täglich Flüge aus der Schweiz, Johannes. Moos, grüß euch. Amokachi, hey Leute, hey MC. Singleware, 2,2 Millionen sind doch wenig. Das könnte Ripple sicher selbst auch den AMM eingezahlt haben, um uns zu veräppeln. Nein, das sind wirklich von Privatleuten. Ne? Aber du musst ja auch bedenken, nehmen wir mal an, das Schmutzding funktioniert einwandfrei die nächsten 6 Monate. Nehmen wir mal an, die Verwendung wird kurz oder lang darauf dann auch noch starten. Was glaubst du, wo ich gehe da vom Felsenfest aus, dass der Rest vom Escrow da reingeballert wird, ne? Singleware, das würde keiner von uns merken, aber es ist doch schon ein schöner Anfang. Man muss immer ein bisschen geduldig bleiben. Man darf nie denken von wegen, oh, das System ist drauf, jetzt müsste es eigentlich Bumm machen, ne? So läuft das leider nicht. Mr. Crypto, der Markt pumpt. Ja, das hat er gestern auch gemacht. Schauen wir mal, wo er dann ist. Doc Azzarola, ja, doch nur Scam. Startrampe, guten Abend MC und alle im Stream. Lars, Namen MC, der erste Kokosnuss im Sommer geht auf mich. Die erste Kokosnuss, okay. Weltglück, der Marktpunkt ist eine Falle. Ja, so wie die letzten Tage, gehe ich auch davon aus. Weil es gibt gar keinen Anlass dafür, dass der Markt sich jetzt dreht. Ne? Ich bin leider ehrlich, ne? Das ist das, was ich denke und mich gibt es keinen Anlass, dass der Markt tatsächlich sich jetzt dreht oder dass er jetzt langsam mal, oder sagen wir es so, für mich wäre maximal ein Anlass, dass der Markt sich langsam so dreht, dass er weg von der Abwärtsspirale und erstmal in eine Seitwärtsbewegung gehen würde. Aber selbst das ist noch nicht drin. Obwohl ich gedacht habe, okay, Mittwoch sollte eigentlich langsam es besser werden, aber ihr seht, es wird nicht besser. Auch wenn es jetzt geil aussieht, gucken wir mal, ob XRP jetzt die 50 Cent erreicht hat. Ja, er hat es geschafft. Jetzt halten oder noch auf 51 heute durchgehen. Dann bin ich wenigstens glücklich. Taucher, Grüße an alle XRP-Geschädigten und den Großmeister. Ja, danke. Das klingt eigentlich so, dass ich die größte Klatsche habe. Olli, die Bollinger Bands
katapultieren uns in den Orbit. Wenn nicht, das bullische Dreieck. Wenn nicht, dann sprechen wir hier täglich unsere Affirmationen in deinen Stream, MC. Du hast das Golden Cross vergessen, mein Freund. Ne? Das Golden Cross hast du vergessen. Das goldene Kreuz, was charttechnisch sich immer wieder mal bildet. Singer möchte keinen Pump diesen Monat. Ach doch, so ein bisschen wieder auf 60 Cent, damit wir wieder unseren stabilen Stablecoin haben, wäre schon nicht schlecht. Ne? Mr. Crypto, denke auch, wird eine Falle sein. Danach wird es wieder brutal rausgezogen. Ja, warte mal ab, wenn Asien wieder wach ist. Ne? Dann wissen wir ja auch, okay, Kleinasien verkauft wieder. Aber hey, was soll's. Ne? Wir kennen das Spiel schon und wir sind doch alle entspannt im Endeffekt. Crispy Feed, Preisziel ist nach wie vor 29 Cent. Zum einen muss ich sagen, mich würde es wünschen, dass wir natürlich 29 Cent sehen, aber ich denke nicht. Ne? Selbst im 30 Cent Bereich ist schon für mich etwas, wo ich sage, schwer vorzustellen. Aber wie gesagt, es liegt an Bitcoin. Rasselt der runter, rasseln wir mit runter. Wahrscheinlich, sagen wir es so. Laniato, hallo an alle XRP-Maxis. Ja, damit bin ich ja nicht gemeint, ne, weil mit 3 XRP komme ich ja nicht weit, aber das reicht mir. Sehen wir, bis zu 15 cm Schnee auf dem Dach. Wie, hast du Schnee bei dir? Ich dachte, wir haben Klimawandel. Johannes, ach, jetzt geht's da wieder weiter. Laniato, hab noch 4 Grad plus. Ich hatte heute Morgen 3 Grad. Aber 4 ist ja schon wirklich, da werde ich ja das T-Shirt ausgezogen, doch. Crispy Feed, Halving laut CoinMarketCap 2 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten. Ja, kommt so ungefähr hin. Doc Azzarola, Überfall auf den Chat durch Schweizer. Hallo, wir sind Multikulti. Alles ist in Ordnung, ne? Daniato, hi Remo. Ador, hallo Leute, hallo MC. Grüße aus dem Schwabenländle. Brillicoin, hallo MC und liebe Leute, grüß dich. Amokachi MC, denkst du, V-Chain schafft in Billionenmarkt 5 Euro? Das Problem ist nur diese Nachrichten. Ich finde das ja immer schön, dass sie sagen, oh, können sie in den Billionenmarkt rein. Aber du musst bedenken, da was Tokenisierung und Co. betrifft, ist V-Chain natürlich auch mit dabei. Aber da sind natürlich auch Konkurrenz, ne? XDC, XRP und wie sie nicht alle heißen. Ne? Da gibt es ja noch ein paar andere. Aber man muss es einfach mal abwarten. Also ich warte jetzt erstmal den Bullenmarkt ab, weil das ist so etwas, was ich schätze mal erst nach dem Bullenmarkt erst richtig anlaufen wird. Ne? Der ganze Tokenisierungssache. Weil jetzt testen sie ja auch erstmal nur. Aber ich gehe davon aus, dass wir so 2027, 2028 sicherlich starke Ausbrüche kriegen werden bei den Blockchains, die tokenisieren. XRP Eiko, genau MC, du bist schuld. Ich hätte schon lange ein Auto kaufen können, aber nein, ich stecke die Kohle in Kryptos. Die neue Pandemie-Krypto kaufen. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Aber es macht nichts. Im Leben war ich sowieso schon immer für jeden Scheiß schuld. Das nehme ich auch noch auf mir. Außerdem, was willst du mit dem Auto, Junge? Fahr Fahrrad, das ist gesund. Außerdem kommen jetzt warme Tage. Wenn du ein schöner Wetterfahrer bist, kannst du mit dem Fahrrad fahren. Kembeam, uff, bin noch etwas platt, Kopf brummt, lag ja sonst 90% im Bett, zu viel Action heute, bis morgen Leute, viel Spaß. Dann ruhe dich natürlich aus, um Gottes Willen, und ich wünsche einen guten, schönen Abend. Daniato, hab zwar Seeblick und Palmen auf der Terrasse, hab denen schnell mal mit Noppenfolie ein Haus gebaut, soll auch noch mal auf circa minus 3 heute Nacht werden. Wo wohnt ihr alle? Crispy Feed, Bitvavo lässt mich gerade keine Auszahlung auf den Ledger vornehmen. Warum? Dann musst du mal den Support anschreiben. Ja, ich habe irgendwie gehört, dass einige, dass jetzt XRP zum Beispiel auch Schwierigkeiten haben, die auszuzahlen, weil der Handel ausgesetzt worden ist.
Amokachi, echt? Argon, guten Abend, Marcello und Community, Doc Azzarola. Der Beitrag bei Telegram über 60.000 stammt nicht von mir, MC. Ich hatte nur festgestellt, dass schon in den Meldungsstand des Forbes den Beitrag gelöscht hat. Ach so, okay. Singerbär, bin zwar kein Bayern-Fan, hoffe aber, dass Bayern heute für Deutschland die Fahne hochhält gegen Arsenal. Was? Saison ist vorbei, Junge. Du glaubst du selbst nicht. Ich bin ja Bayern-Fan, aber nee, komm. Die Saison ist vorbei mit so einem Trainer, die schon der erste Spieltag, da war die Saison schon vorbei mit dem Trainer. Amokachi, und denkt ihr, dass AMP auf 30 Cent geht? Was hat AMP vorher gemacht? Was habe ich denn immer gesagt? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ihr seht ja, wie fertig ich bin. Ich glaube, ich werde auch langsam krank. Was war denn das letzte Alltime-High? Wo war das denn? Da steht es doch. 12 Cent. Also gehen wir mal von 20 bis 25 Cent aus. Ne? Das kommt natürlich darauf an, wenn das Netzwerk, und es heißt ja, sie wollen sich noch mehr ausbreiten, wofür AMP ja gebraucht wird als Sicherheitstocken. Wenn das eintreffen sollte, dann könnte AMP auch 30 Cent erreichen, ja. Mr. Crypto, natürlich braucht Ripple XRP. Würden Sie umsonst Hunderte von Millionen für einen Prozess ausgeben? Hallo? Das heißt nicht, dass Sie jetzt... Aber es ist trotzdem getrennt. Aber nicht Ripple braucht sie, sondern die Blockchain-Technologie von Ripple braucht sie. Weil wenn du sagst jetzt, Ripple braucht XRP, dann heißt es wieder, ja, die wollen sie wieder nur, die brauchen sie wegen den Verkaufen. Nein, die brauchen sie natürlich für die Blockchain-Technologie. Doc Azzarola, ich will im Finale BVB gegen FCB sehen. Um Gottes Willen. Singen wir, das wäre toll. BVB gegen Bayern. Nein, brauche ich nicht. Ador, ich sag Bayern heute Elfmeterschießen. Ja, dann sind wir sowieso raus. Doc Azzarola, sachliche Argumente sind out heutzutage. Ja, ich weiß, heutzutage sind wir alle kleine Kinder unter 18, am besten so das Gehirn auf 12, 13 gestellt und dann diskutiert man, ich weiß. Da kommt man aber bei mir nicht weit, weil ich mir felsenfest vorgenommen habe, dämliche Argumente, wenn man nicht vernünftig ist und auf einem vernünftigen Niveau mit mir diskutiert, reagiere ich schon gar nicht. Ne? Wie auf Plattform X, da reagiere ich mittlerweile schon nicht auf dumme Argumente, weil es ist mir einfach zu blöd. Ne? CK, ich möchte nicht meinen Lebensstandard ändern, sondern nur das Hamsterrad verlassen und gesund bleiben. Deswegen 3000 ist ausreichend. Sehe ich nicht anders. Gut, ich möchte meinen Lebensstandard ein bisschen erhöhen, weil mein Lebensstandard betrifft nur meine Tochter natürlich. Die leidet nicht darunter, aber ich leide an meinem Lebensstandard. Ne? Und zwar ganz gewaltig im Moment. Aber ist auch gewollt, weil ich wirklich jeden Cent, den ich übrig habe, eben halt in die Kryptowelt pumpe. Das ist einfach Fakt. XRP-Alko, die Ripple-Entwickler schlagen ein natives Landing-Protokoll für den XRP-Ledger vor, das die DeFi-Funktionalität verbessert und den Anlegern zusätzliche Verdienstmöglichkeiten. Der Vorschlag hat großes Interesse ausgelöst. Erste Zusage für Liquidität-Pools belaufen sich auf über 820.000 XRP-Token. Geil, sogar die Kredit über den XRP-Ledger ist schon sehr, sehr schmackhaft für die Leute, obwohl es auch gar nicht draußen ist. Und schon Liquidität-Pools von 820.000 XRP-Token. Geile Sache. Und ganz ehrlich, Leute, darauf warte ich auch, wenn es um den Market Maker geht. Ne? Weil da nehme ich an, mit Kredite über den Market Maker, schätze ich mal, dann kriegen wir gute Prozente dann. Singerware, das ist genau die richtige Einstellung, CK. Ja. Olli, wenn deine Prognose auch nur annähernd eintreffen, wann treffen wir uns als Community? Wie wird der seriöse Diskret ablaufen? Also wenn überhaupt, dann treffen wir uns ja bei $100, dann auf, ja, dann werden wir eine kleine spanische Insel zum Brennen bringen. Wie wir das hinkriegen, dass es Diskretion abläuft, das weiß ich noch nicht, ne? Weil wir können das ja schlecht hier in der Öffentlichkeit machen, dann könnte der ein oder andere böse Bube oder Mädel natürlich dann auftauchen.
Mr. Crypto, ja, MC, ich schaue mir bestimmt 10, 20 verschiedene Quellen an, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und dann schaue ich, ob seriös und sinnvoll. Okay, ich merke, du hast Zeit. Aber nein, Scherz beiseite. Ja, wie gesagt, das mit Norwegen, da muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich ein bisschen erstmal ein Fragezeichen hintermachen. Inis Kobi, der Markt steigt. Nein. Tut er nicht. Aber gerade wahrscheinlich. Aber einfach mal entspannt bleiben, ne? Weil, wie gesagt, wir hatten das schon die letzten Tage, immer um die gleiche Uhrzeit, so gegen 19:30, 20 Uhr, dass der Markt sich dreht. Und am nächsten Tag wachst du auf, außer das eine Mal, wo Bitcoin-ETFs natürlich und Ethereum-ETFs in Hongkong genehmigt worden sind. Aber dann wachst du morgen früh auf und sagst dir, ja toll, wieder Minus. Naja, gut, komm, weiter geht's. Simbo, die ganzen YouTuber erkann man sich auf Dauer nicht mehr antun. Nur noch ganz wenige, wo ich mal reinhöre. Interessant ist der Oliver Michel von Tokentoos auf AktionärTV. Achtung, keine Anlageberatung. Nee, er ist wirklich ganz gut. Aber Samstag wird sowieso auch ein stressiger Tag für mich, weil ich mich auch mit meinen anderen YouTubern ein kleines Interview durchführe. Und nein, es ist nicht XRP Deutschland diesmal und auch nicht Crypto Whitehead. Crypto Whitehead wollte ich ja, aber da ist ja was dazwischen gekommen. Da suche ich mir aber auch noch einen Termin mit ihm zusammen. Mr. Crypto, MC, da steht aber deswegen der Artikel vollständige Zahlung seitens Ripple sind integriert bei Tranglo. Ja, aber ich kann dir zu 100% sagen, dass nicht alle Finanz- oder Währungskanäle über den XRP-Ledger bei Tranglo laufen, weil es noch regulatorische Probleme gibt in einigen Regionen, wo die aktiv sind. Deswegen. Ador, aber MC, die Leitzinsen sollten doch runtergehen. Ab Sommer ist geplant, dass sie in der EU und in den USA, weil die Wirtschaft ja wieder läuft besser, dass sie da die Leitzinsen senken wollen. Sonst wird das ein schwacher Bullenmarkt. Bei den Zinsen lagern die Wale doch ihr Geld lieber auf der Bank anstatt in Krypto. Falsch. Weil das Geld, was sie auf der Bank liegen haben oder lagern, bringt nicht ansatzweise das, was sie in der Kryptowelt bringen wird. Ich weiß ja noch nicht, ob du schon einen Bullenmarkt mitgemacht hast, aber du wirst es erleben. Und dann rahm dir diese Aussage mal ein und dann überleg nochmal, wenn der Bullenmarkt voll im Gang ist, wo das Geld wohl lieber drin steckt. Singleware, seit 10 Tagen schaue ich sicher keine YouTuber, die über Krypto berichten. Da gibt es bessere Themen wie Minimalismus, autark leben und so. Also ganz ehrlich, ich gucke mir außer XRP Deutschland, ja gut, Crypto Weiter ist ja im Moment raus, Crypto Night Owl gucke ich mir hin und wieder auch mal an, obwohl, ja. Aber wie gesagt, außer XRP Deutschland und FDK, ne, also finanzielle Freiheit durch Krypto, gucke ich mir gar keinen an. Wenn, dann seppe ich mal kurz rein und schon beim ersten Satz seppe ich wieder raus. Daniator, Dai, 24 Stunden Krypto, Mickel Markets sind gut englische Kanäle, wenn es um XRP geht. Und MC natürlich. Ja, das ist zu spät, das ist zu spät. Ne? Ich bin zum Schluss gekommen. XRP-Eignung nach Dubai und in den Oman kann man auch nicht mehr. Die saufen gerade ab. Was heißt saufen ab? Singleware, die verrückte Truppe hier reicht mir völlig aus. 2020 ist meine Zeit hier. Doc Acerola MC ist auf Englisch. Oh, hab ich gar nicht bemerkt. Daniato, ich wollte MC auch berücksichtigen. Ja, ist schon klar. Rillycoin wollte gerade loslegen und nach Explosion von XRP fordern. Da sagt MC, hab Geduld. Ja, es tut mir ja leid. Hab Geduld. Singleware, recht hat MC, Geduld. Mr. Crypto, XRP hat die 50 Cent wieder. Ja, aber jetzt gerade wieder nicht. Haben wir ja gerade geguckt. Doc Acerola, jetzt ist MC doch bei 26. Nein, 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 nein. Im schlimmsten Fall.
Nur im schlimmsten Fall. Da würde ich Weltglück das sofort unterschreiben, dass wirklich 26 wir 1000 Dollar sehen. Absolut. Aber es kann nicht 26 erst starten. Oder eher Ende 25. Weltglück. Yay, 26 MC. Nee, nee. Wie gesagt, das ist das schlimmste Szenario. Und falls es bis dahin wirklich dauern sollte, ja, dann kann ich mein Spesenkonto ja eben noch ein bisschen füllen mit XRP. Ne? Damit habe ich auch kein Problem. Aber wie gesagt, ich gehe immer noch von 24 aus und es wird doch dieses Jahr ein heißer Ritt, was die komplette Kryptowelt betrifft. Crispy Feed, Bitcoin hat doch schon wieder bei 58.000 gebremst. Ich würde mal sagen, da hat irgendeiner wahrscheinlich wieder angefangen, ein bisschen zu kaufen. Johannes, 3.000 Schweizer Franken reichen in der Schweiz nicht zum Leben. Ein kurzes Beispiel. 1987 bin ich in den Skiferien in zwei Simmen gewesen. Einmal, wo es mir nicht so gut ging, wollte ich sicherheitshalber nicht auf die Piste. Daher habe ich das Auto von meinem Bruder ausgeliehen und bin nach Gstaad ins Palace Hotel gefahren. Dort habe ich nur ein 2DL Cola in der Eingangslounge bestellt. Das hat damals schon 12 Schweizer Franken gekostet. Übrigens, der Typ am Eingang hat recht blöd geschaut, als ich vor ihm parkiert habe. Ob das wohl an dem selbst mit einem Pinsel bemalten VW mit dem Loch im Kofferraum lag? Danach habe ich mich so gut gefühlt, dass ich gleich noch in einem Sportflugzeug für 120 Schweizer Franken einen 30 Minuten Rundflug machte. Das war zwar 10-mal teurer als das Cola, aber 100-mal so schön. Naja, gut. Schon reichen echt nicht 3000 Schweizer Franken, um ganz normal leben zu können bei euch? Dann seid ihr doch noch brutaler als Deutschland. Doc Acerola, 2 Jahre zu spät. Mr. Crypto, hä? Haha, MC, hörst du auch meine Quellen jedes Mal zu diesen Lull? Ein bisschen. Doc Acerola, das macht er mit allen, Mr. Crypto. Hallo? Geronimo, hallo MC, hab gestern von Bitpanda ein paar Wieschen zu meiner Wallet geschickt, hab meine Wallet-Adresse kopiert und eingefügt. Hast du auch nochmal kontrolliert, ob das alle richtigen Ziffern und Zahlen waren? Kannst ja nochmal nachgucken zur Not. Als nächsten Tag keine Zahlung einging, hab ich die Adresse verglichen. Ah, und was soll ich sagen? Ähnlich, aber nicht gleich. Hätte nie gedacht, dass mir das passiert. Also passt alle auf. Oh, das ist echt scheiße, ja. Das ist echt scheiße. Aber ihr seht, wie schnell das gehen kann, wenn man sich einfach auf sowas verlässt. Ne? Deswegen immer und immer wieder die kompletten Beschissenen, auch wenn es lange dauert und nervig ist, immer wieder die ganze Zeit alles gucken, nachgucken. Die ganze Empfängeradresse. Und ganz ehrlich, ihr macht das doch bei einer Überweisung auch nochmal, oder? Da kontrolliert ihr doch auch nochmal alles. Also seid nicht genervt, es ist nervig, ich weiß es selber, für mich auch, ich bin nicht so ein geduldiger Mensch, ich krieg das Kotzen bei sowas immer auch, aber ich kontrolliere trotzdem Ziffer für Ziffer und Zahl für Zahl, die in der Empfängeradresse ist, die ich da eingegeben habe, oder ich mache es ja auch nicht anders. Immer wieder gucken. Das tut mir echt leid für dich. Ich hoffe, du hast nicht so viel verloren dadurch. Doc Azzarola, PC oder Smartphone, Geronimo? Tut mir leid für dich. Mr. Crypto, Daniator, ja, er macht krasse Videos mit immer den Sequenzen von irgendwelchen Sitzungen etc. MC sagt, man muss vorsichtig bei denen sein. Und viele prüfen, viel prüfen, aber ich prüfe wirklich sehr viel, stimmt alles. Transatlantic, ich verstehe einfach nicht, wie so ein Schrott-Blockchain wie die von Solana so viel Kapital binden kann. Es liegt ganz einfach daran, weil Solana einfach der nächste Ethereum ist. Sie haben ja auch schon gut um Solana rumgebaut. Kann man ja auch nicht sagen, von wegen, ey, das ist Müll. Aber wie ich sage, das Solana-Netzwerk ist in meinen Augen immer noch in der Beta-Version. Wenn sie in die
vollständige Version, in die wirklich gute Version gehen würden, ohne diese Netzwerkprobleme, dann wären sie auch wirklich ein ernstzunehmender Gegner für Ethereum. Gar keine Frage. Aber darauf spekulieren die Leute eben halt, ne? Dass es wirklich Ethereum platt machen kann. Und theoretisch, wenn alles super funktioniert, hätte Solana wirklich gute Chancen, das auch zu schaffen. Singleware, wer sich eine Cola für 12 Franken in einem teuersten Hotel leisten muss, ist selber schuld. Ist wie ein Punkt-Punkt-Punkt-Vergleich, wer das meiste hat. Krall, hi MC, was muss passieren, dass die Verwendung nicht kommt? Der Kurs wird turbulent, aber langt doch die XRP nicht an. Und in ein paar Jahren seid ihr alle am Strand. Was muss passieren, dass die Verwendung nicht kommt? Also da gibt es bei mir nur einen einzigen Grund, worauf die ganze Welt sich konzentriert und nicht mehr auf die Finanzwelt, und das wäre ein Weltkrieg. Sage ich ganz ehrlich. Ansonsten ist schon alles vorprogrammiert. Es ist schon alles im Endeffekt schon fertig. Verträge unterschrieben. Es fehlt nur noch die Regulierung bei einigen Nationen und dann sollte es eigentlich schwuppdiwupp losgehen. Max Mumpel, Namensam und Prost in die Runde. Johannes wird bald eine höhere Streamserie haben als du, MC. Ist das so? Auch kein Problem. Graf Olaf, ja, CK, hab das gerade nicht ganz verstanden. Wo wird XTC gelistet? LCX Exchange war das, wenn ich mich nicht irre. Ist das nicht diese aus Liechtenstein, die Börse? Neo Crypto, Abend, ihr Spinner. Bitcoin und Ethereum kommen an die deutsche Börse in Form von ETN. Wird nicht viel bringen oder eher gar nichts, weil Deutschland leider nicht eine Kryptonation ist und im Endeffekt nicht mal ein minimales Licht ist in der Kryptowelt. CK, danke. Mr. Crypto, das Krypto-Projekt Worldcoin kündigt eine eigene Blockchain an. Der Umzug auf die Worldchain soll im Sommer erfolgen. Worüber läuft denn Worldcoin? Also ich habe mir so nie angeguckt, großartig, weil ich halte eh nicht viel davon. Johannes, hui, du geile, süße Dotschi. Alles klar, bei dir, dort inne an der Grenze. Mach's mich verrückt. Na, was haben wir hier schon wieder? Wie schön. Was willst du denn? Mischen wagt sich mit SingularityNet Partnerschaft in KI-Territorium vor. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Wann ist das rausgekommen? 17. April. Ich meine, das hatten wir letzten Monat schon. Mischen arbeitet mit SingularityNet zusammen, um Blockchain und KI-Technologie zu verschmelzen. Geh weg da oben. Die Zusammenarbeit verbessert die Authentizität von Produkten und treibt die Forschung für den technologischen Fortschritt voran. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, Pionierarbeit für eine vertrauenslose und intelligente Wirtschaft der Zukunft zu leisten. Ja, das hatten wir letzten Monat schon. Das ist nichts Neues. Trotzdem danke. Transatlantic, yo, so mache ich das auch. Hab gestern und heute meine Fahrrad fit gemacht und fahre die nächsten 6-7 Monate mit dem Rad zur Arbeit. Nicht um die gesparten monatlichen 180 Euro Spritgeld in Krypto zu investieren, sondern um von meinem Wahlumfang runterzukommen. Ja, außerdem 180 kommst du nicht mehr mit hin, ne? So wie die Benzinpreise im Moment steigen. Kufos, Konnichiwa, MC. Grüß dich. Und immer noch Wahl? Singleware, jetzt weiß ich, wo 23 ist. Hä? Kufox, was für ein Preisanstieg steht in dem Titel? Ja? XRP, Liter am Rand, Preisanstieg. Ja, verrückter Preisanstieg wegen Bollinger Bands, weil ein Muster sich wieder abgebildet hat, der 2017 schon war und 2021. Dr. Zarola, MC will wegen weg vom Klappstuhl. Hier eine Alternative. Ich gucke ausnahmsweise mal. Normal muss ich jetzt Feiern machen.
Nee, hör auf, da kriege ich Rückenschmerzen von so einem Scheiß. Sowas habe ich sogar schon ausprobiert. Gehstock mit Sitz, du Arsch. Johannes, MC, halt dich an deine selbstgesagten guten Worte. Gönn dir von Zeit zu Zeit etwas Gutes. Nicht alles in die Krypto reinwerfen. Ah, aber bei mir ist es genauso. Das tue ich auch, Johannes. Ab Mai, Juni ungefähr. Also diesen Monat noch. Aber ab nächsten Monat habe ich mir fest vorgenommen, dass ich nur einen Betrag von 250 € in die Kryptowelt stecke. Der Rest wird wirklich für was anderes verwendet. Schau ich mal. Dr. Zerole, ist nur die Frage, wie stabil der Stand im Sand ist. Singlebär, du, wenn du wüsstest, drei Beine sind nicht sicher im Sand für MC. XRP-Eiko, hä? Leitzinsen runter? Nie im Leben. Nicht eher 8% in den USA. Nee, die EZB hat das schon angekündigt, dass sie im Sommer das runtersetzen möchte und die Federal Reserve hat auch schon gesagt, von wegen, dass es wahrscheinlich danach aussieht, im Sommer dann auch runterzugehen. Transatlantic. Denke schon, dass die Zinsen bald gesenkt werden. XRP-Eco, Leute, wenn das noch weiter eskaliert im Nahen Osten, muss die USA wieder Geld drucken, wie blöd. Also Inflation steigt, Zinsen müssen hoch. Ja, aber ist es dir noch nicht aufgefallen, gerade mit dem Iran, das wäre die Gelegenheit für die USA reinzugehen. Die können sich das gar nicht leisten. Und die haben ja schon die Israel zurückgepfiffen, kann man ja sagen. Also die USA kann sich keinen Krieg mehr leisten. Das ist jetzt erstmal vorbei. Johannes, also die YouTuber sehe ich mir seit bald einem Jahr nicht mehr an. Da macht man sich nur verrückt bei den Durcheinander, die dort verbreitet werden. Mir reicht dieser Spinner mit seinem Halbwissen auf Twitch, um Gottes Willen. Naja, gut, ne? Wenn dir das reicht. Ja, die meisten reden ja jetzt schon wieder vom Bärenmarkt, ne? Der Bullenmarkt hat noch nicht angefangen, aber wir sind jetzt schon wieder im Bärenmarkt. Das kann ich dir schon mal verraten. Transatlantic, ich schaue nur noch dich, MC, und den Michels von Tockentorn. Okay. Ah, danke schön. Ador, bei den letzten Bullenmarkt waren die Zinsen fast auf null und dann kam noch Corona und Ellen. Dieser Bullenmarkt. Was passiert, lassen wir uns überraschen. Natürlich, keine Panik. Also wie gesagt, also die 5 Billionen Dollar Marke Marktkapitalisierung erreichen wir auf jeden Fall. Bis 15 Billionen ist alles offen. Startrampe, jetzt wissen wir, warum die in den Emiraten immer so hohe Häuser bauen. Schon verrückt, wenn die Wüste absäuft. Echt, da regnet es wie bescheuert? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja gut, ich gucke auch keine Nachrichten, ne? Johannes, Dubai und Co. haben Unwetter und alles steht unter Wasser, da sie keine Abwasserkanäle für Regen haben. Ah, okay. Ja gut, ne, wer rechnet auch damit schon großartig? Hochwasser in Dubai, schlimmste seit 75 Jahren. Ja gut, ne, irgendwann ist es immer soweit. Singularity 2026 und dann ein Kurs von 1000. Was will man mehr? Ist doch verrückt. Noch. Serafino, hallo zusammen. Bin ein wenig spät. Schau morgen die News morgen dann an. Dankeschön. Flugzeug als Boot. Singleware, 3000 Franken netto reichen schließlich. Ich habe viele Hunderttausende an Rentnern auch diese Menge an Geld. Einige sogar deutlich weniger. Kufox, irgendein Anzeichen, dass XRP die nächsten Monate steigt? Jetzt zur Zeit nicht. Da musst du auf Bitcoin warten. Johannes, doch, 3000 Schweizer Franken reichen zum Überleben. Aber mehr auch nicht. Dann musst du sehr gut auf das Geld schauen und Aktionen ausschneiden. Ja, auch Ferien kannst du dann streichen. Habe ich so schon seit Jahren nicht mehr. Die gibt es dann nicht. Möchte ich das, wenn ich Millionen auf dem Konto habe? Ich nicht. Nee, das stimmt. Dann müsstest du mit 3000 Schweizer Franken, wenn das echt so ein bisschen schwierig wäre bei euch, dann müsste man vielleicht überlegen, als Rentner auszuwandern. Ne? Transatlantic, ich hatte es mal, dass sich meine Cardano-Adresse auf dem Ledger geändert hatte. Sie stimmte
stimmte nicht mehr mit der registrierten Adresse bei Bitvaro überein. Passt auf. Singleware, aber ich mag die lustige Art von Johannes, dass er mit einem solchen Auto direkt von dem teuersten Hotel vorfährt. Ja, das ist geil, ne? Das ist so echt mein Geschmack, ne? Die Leute so richtig schön zu foppen. Die, besonders bei den Schickimickis. Tut mir ja leid, dass ich sagen muss. Sanremo, mit 3000 Schweizer Franken bist du in der Schweiz am untersten Level, um damit leben zu können. Nur das Notwendigste ist dann noch möglich. Boah, das ist hart. Also erzählt, dass man Rentner hier, der 3000 Euro kriegt, ne? Der küsst dir die Füße. Worldcoin, Ethereum. Oh doch, Ethereum. Ich war mir jetzt nicht sicher, deswegen habe ich gefragt. Ja, das kann ich gut verstehen, dass sie dann von da selber machen. Johannes, ich war 23 Jahre alt und wollte mal die Reichen von nahe sehen. Dachte nicht, dass ein kleines Cola damals schon 12 Schweizer Franken kostet. Dafür reise ich nicht 6 Monate im Jahr durch die ganze Welt so und nun wieder lieb sein miteinander. Malatis, MC Babo, sollte XRP Ende des Jahres 100 Dollar werden, werden wir dich besuchen als Community Handy in der Hand und sagen zu dir, los, renn nackt natürlich. Keine Panik, bei 100 Dollar sind wir alle auf Teneriffa und da laufe ich auch nackt durch die Gegend. Außer einmal, dann muss ich ja mit Quimus über den Strand spazieren, ne? Nee, flanieren, wie es so schön heißt. Crispy Feed, hey MC, wenn ich Terra Classic auf den Ledger ziehen möchte, unter was finde ich denn im App Manager? Danke. Gar nicht, mein Freund. Bisher unterstützt das nur, wenn ich mich recht erinnere, das Tangem Hardware Wallet. Ledger unterstützt das im Moment noch nicht. Decent unterstützt das auch nicht. Meine sind leider auch auf einer österreichischen Börse noch geparkt. Ador, so, bin mal raus. MC, danke für den Stream. Schönen Abend noch. Wünsche ich dir auch. Kufox, MC, wenn XRP im Bullenmarkt 5 bis 10 Dollar kostet, meintest du ja, du wirst trotzdem nicht verkaufen. Aber was, wenn es danach wieder 50 Cent kostet? Man könnte doch fett profitieren mitnehmen. Profite mitnehmen. Natürlich, aber nee. 5 bis 10 Dollar heißt für mich im Bullenmarkt natürlich nur Pump und Pump interessiert mich nicht. Nur die Verwendung zählt. Dafür habe ich andere Coins. Johannes, ich hatte 10 Jahre eine Rente von 2600 Schweizer Franken. Ich weiß, wovon ich spreche, aus dem eigenen Leben. Aber du musst auch keine Miete zahlen, soviel ich weiß. Das ist natürlich wieder ein sehr großer Vorteil. Crispy Feed, na dann lasse ich die Trillionen bei Bitvaro. Ja. XRP Heiko, gute Nacht Leute, bis morgen. Ich wünsche euch auch noch eine gute Nacht. Wir sehen uns den einen oder anderen sicherlich morgen um 20.20 Uhr hier auf Twitch wieder. Ich freue mich schon, ich bin da. Wer noch dazukommen möchte, kann natürlich vorbeikommen. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen.